Ich habe ein tatsächlich sehr enges Verhältnis zum Lesen. Ich habe auch schon als Kind die ganze Zeit gelesen. Mir wurde dann auch immer gesagt, willst du jetzt nicht mal rausgehen und willst du nicht mal was machen und die ganze Zeit liest du nur auch im Urlaub. Und also ich war schon immer sehr vertieft in Bücher und habe auch ganz viele Bücher doppelt und dreifach gelesen und genieße das auch immer noch sehr. Im Moment lese ich tatsächlich am liebsten im Zug. Auf den Zugreisen einfach oder wenn ich mal zwischendurch eine Minute habe, oft auch während Drehpausen, habe ich auch ganz oft gelesen. Und das ist ganz bunt gemischt. Also jetzt zum Beispiel habe ich das Joshua-Profil gelesen. Ich lese aber genauso gerne mal auch einfach ein Buch von Kerstin Gier und lasse mich da unterhalten, also ganz gemixt.